Guten Morgen, mein Name ist Boris René Engel und ich begrüße dich recht herzlich auf meinem Kanal. Schön, dass es dich gibt, schön, dass es mich gibt und dass es eine Gemeinschaft der Menschen gibt. Und da ich ein kommunikativer Mensch bin, spreche ich jede Woche mit Menschen, egal wo, ob im Supermarkt, auf der Arbeit oder egal wo, ich bin ein Kommunikator und dadurch treffe ich auch viele Menschen, weil ich versuche, mit so vielen Menschen möglich ins Gespräch zu kommen, wenn ich draußen unterwegs bin. Und manchmal, wenn sich das ergibt, spreche ich auch mit Menschen über Gott und auch über das göttliche Bewusstsein in uns. Und ich bin immer wieder überrascht, was sich doch in den letzten Jahren so seit dem Corona-Brennglas ergeben hat. Ich möchte aber heute nicht auf Corona eingehen, an alle meine Fans da draußen. Ich weiß, dass es andere Themen gibt. Und letztendlich ist es so, wenn ich über Gottvertrauen spreche oder schreibe oder rede, dann sagen die Menschen immer, ja, so als ob man dann in der Passivität ist. Weißt du, was ich meine? Also praktisch in dieser Stagnation nach dem Motto, ich muss gar nichts tun, der Boris muss gar nichts tun und tut auch nichts. Und dann entstehen die Dinge beim Boris im Leben von alleine. Oder für den Mensch, der dann Gottvertrauen gewinnt in sich selbst. Man sagt ja auch, vertraust du dir, vertraust du Gott? Und so sehe ich das auch. Und letztendlich geht es darum, wir sind göttliche Wesen aus höheren Dimensionen, wir sind Geistwesen, das heißt einfach, wir haben eine Seele. Und in der materialistischen Ansicht, also zwischen der Psychologie, ist mit der Seele die Psyche gemeint. Und wenn ich aber von der Seele spreche, dann spreche ich von unserem höheren Selbst. Das heißt ganz einfach, das sind wir auf einer höheren Dimension. Und wenn wir hier am Materiellen sind, sind wir in der dritten Dimension. Und die Seele ist in anderen geistigen Räumen, also sprich oben. Und wir wissen das aus verschiedenen spirituellen Lehren und Religionen, auch aus der Esoterik, weil irgendwo gehört ja auch alles zusammen. Und es gibt Religionen, die sagen, die Menschen haben eine Silberschnur. Und diese Silberschnur ist nichts anderes als ein Schleppkabel, das uns sozusagen hier am irdischen Sein mit der Seele verbindet. Das ist unsere Verbindung zu unserem höheren Selbst, zu unserem Gott selbst, zu unserer Seele, zu unserem göttlichen Anteil. Das hat viele Namen. Und letztendlich geht es um das Ein und Selbe. Unsere Seele, also wir als höheres Wesen, möchten uns hier auf der Erde als Menschen erfahren und auch Gott erfährt sich durch uns. Ganz einfach. Vom Prinzip, die Schöpfung ist so einfach aufgebaut und auch der Geist ist so einfach aufgebaut, dass das die Menschen nicht glauben, dass es so einfach ist. Und gleichzeitig ist es auch schwer, weil wir einfach eine eigene Biografie haben und weil hier auf der Erde sozusagen auch die sogenannten Gegenspieler unterwegs sind. Wobei das auch eine Erfahrungsebene ist. Also alles, was ist, ist Gott. So sehe ich das. Gott ist überall zu finden, Gott ist überall zu sehen. Und das ist letztendlich auch die Botschaft zum Beispiel von der unendlichen Geschichte von Michael Ende. Jedenfalls zurück zum Thema Gottvertrauen. Gottvertrauen bedeutet, dass ich spreche jetzt von mir, nicht weil ich der Mittelpunkt bin vom Universum, sondern einfach aus meiner Erfahrung. Wenn ich eine Entscheidung treffe und ich treffe oft größere Entscheidungen und diese Entscheidungen treffe ich dann, nachdem ich etwas beendet habe. Das heißt ganz einfach, ich habe die Philosophie und das ist auch so, oder die Erfahrung gemacht, dass wenn ich mich von Sicherheiten trenne, klack, und mich dann erst auf die Suche nach dem Neuen begebe, dass ich auch das finde, was mein Seelenauftrag ist.
Ja? Und ich brauche keine Sicherheit, dass wenn ich zum Beispiel ein Arbeitsverhältnis wechsle, dass ich dann vorher, bevor ich woanders hingehe und noch dort bin, wo ich bin, dann jemand anderes suchen muss, der mich dann wieder anstellt oder für den ich wieder arbeite auf selbstständiger Basis oder was auch immer. Das mache ich nicht. Das heißt einfach, ich vertraue meiner Entscheidung, ich beende etwas, genauso wie ich es begonnen habe. Und dann warte ich und werde aktiv, was dann geschieht. Das heißt, warten bedeutet Passivität, ich vertraue auf Gott und gleichzeitig kommt die Aktivität. Das ist ganz einfach, wenn ich jetzt ein Lagerfeuer mache, was muss ich vorher machen? Holz sägen, Holz spalten, Feuer machen. Und damit das Feuer brennt, muss ich immer wieder Feuer nachlegen. Ganz einfach. Und durch diese Aktivität entsteht Energie. Ja? Damit sage ich praktisch dem Universum, hier möchte ich etwas tun. Und ich möchte was machen und ich möchte was Neues anziehen. Und dann geschieht es auch, weil das Universum prüft natürlich, meint er das wirklich ernst, was er da tut und sagt? Oder ist es nur so, naja, so lau? Ist es so? Ja? Und wenn das Universum sicher ist, dass du tatsächlich oder dass ich tatsächlich bereit bin, schiebt es das rein, was für mich oder für dich in dem Moment relevant ist. Das heißt ganz einfach, wir Deutschen sind es nicht mehr gewohnt, selbstständig, frei zu denken. Die meisten Menschen sind es nicht bei uns im Land. Leider. Und deshalb auch nicht fähig, eigene Entscheidungen zu treffen. Habt ihr gehört? Kaum sage ich, das fährt ein Moped vorbei. Ja, und deswegen ist es so, die meisten Menschen haben keinen Entscheidungsmuskel. Das heißt, den hier, die haben keinen Entscheidungsmuskel trainiert. Und schon einfachste Aufgabe, wenn sie zum Beispiel in einem Restaurant sitzen, aber das ist keine Verurteilung oder lächerlich machen, sondern es ist einfach Beobachtung und meine Wahrnehmung. Jetzt sitzen sie im Restaurant, klappen die Karte auf, studieren das, was in der Karte steht. Und dann überlegen sie, oh, das könnte ich auch mal essen, das habe ich noch nie probiert. Und dann geht dieser Gedankenprozess los, ja. Und dann kommt die Bedienung und dann, was möchten sie essen? Spaghetti Bolognese. Zum Beispiel. Das heißt, der Mensch neigt dazu, immer wieder das Gleiche zu erleben, das Gleiche zu bestellen beim Universum, wobei Bestellung beim Universum, das halte ich für sehr gefährlich. Gibt es auch ein Buch dazu. Das ist ganz einfach. Wir sind in der Schöpfung wichtig, wir Menschen. Wir sind auch Gottes Ebenbild. Das hat er uns auch mitgeteilt in verschiedenen Schriften. Das heißt, wir sind gottähnliche Wesen. Wir sind seine Kinder. Und dementsprechend, wenn wir Entscheidungen treffen, sind wir auch mächtig. Auch wenn wir hier als Menschen agieren und im Menschsein unsere Macht nicht so groß ist wie die Macht unserer Seele, unseres wahren Wesens. Und dann trifft man eine Entscheidung, also größere Entscheidung, nicht was esse ich zum Mittag oder zu Abend, sondern elementare Entscheidungen, scheinbare. Und dann trifft man die Entscheidung und dann macht man das und dann weiß ich ganz genau, dass ich, egal wie ich mich entscheide, den maximalen Schutz durch Gott habe und weiß, dass Gott an meiner Seite ist. Und es geht darum, wenn ich eine Entscheidung treffe, darauf zu vertrauen, dass Gott mit mir ist und auch diese Entscheidung mit mir trägt. Und mich in der Erfahrung, die ich mache, maximal beschützt und unterstützt. Und das habe ich mehrfach erfahren. Und das, ich bin auch nichts Besonderes. Ich bin ein Mensch so wie ihr. Ich bin eine Seele so wie ihr. Und da gibt es keine Unterschiede. Wir sind alle die Kinder Gottes. In diesem Sinne wünsche ich euch einen schönen Sonntag. Macht's gut, bis bald, ciao.